Inka? Scheiße. Der Key startet und ich schütt mir noch schnell was ein. Jetzt habe ich mich hier vollgesust. Ah, fuck it. Ich bin nass. Ah, die Flasche fällt um. Okay, Leute. Schlechteste Start überhaupt. Oh boy. Also ich weiß jetzt nicht, soll ich... Ich ziehe jetzt mal hier Drums einfach, weil wir haben ja kein richtiges Setting. Oh boy, ich bin nass. Und der Key geht los, ne? So viel zu noch schnell hier. Oh, mein Inka ist ausgelaufen. Ah, fuck it. So, warte, ich bleibe jetzt mal schnell stehen. Bin ich... Ah, fuck, ich bin... Die Hose ist halt echt ein bisschen nass jetzt. Ja, mein Trinket. Mein Trinket habe ich jetzt auch nicht geused. Normalerweise benutze ich hier mein Trinket noch. Ach, dammit. Das ist alt, ne? Ich sollte nicht gleich ready drücken. Die haben dann nämlich sofort losgemacht. Jetzt drücke ich hier mein... Okay, irgendwie will das nicht. Gut, ich wollte mir eigentlich noch was einschenken, ne? So, jetzt habe ich mal halbwegs aufgeputzt. Jetzt schenken wir uns was zu trinken ein. Das sollte ich halt, glaube ich, machen, bevor ich den Key starte, ne? Jetzt habe ich mein Trinket halt nicht aktiviert, was halt ein bisschen blöd ist. Das wäre halt jetzt auch noch gut gewesen. So. Hm. Da müssen wir rausgehen aus dem Einschlag. Okay, das hat mich gegrillt. Das ist nicht gut. Ich kick sie jetzt mal weg. Wir haben kein Battle Rats, ne? Oder doch, wir haben Battle Rats. Ich hätte doch eine Wall noch ziehen sollen. Kriegt die blöderweise jetzt nicht mehr alle gespottet. Der stirbt jetzt eh gleich. Das war nix. Alter, die hauen richtig raus. Es geht ja schon mal gut los hier. Bin in der Wall gestorben. Das ist nix gut. Aber den kriegen sie jetzt noch totgezeigt, oder? Ich release. Hier. Nass bin ich und tot. Doppelt kacke. Ah. Aber die Hose ist nur ein bisschen nass. Der Tisch, den hat es mehr erwischt, tatsächlich. Das war jetzt schon mal nicht gut. Hm. Ich glaube, mit Trash-Buff, ne, da muss man ein bisschen mehr kiten. Vor allem bei den großen Packs. Okay, wir machen jetzt noch den großen am besten für Prozente. Und dann, die brauchen wir, glaube ich, auch noch. Und die Putt. Aber die andere Putt brauchen wir nicht. Schauen wir mal, ob wir Nightfee haben, ne? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Weil der haut auch richtig raus, wenn Trash-Buff ist. Haben wir Nightfee? Ne, wir haben keinen Nightfee. Oder es kann keiner das Ding aktivieren. Weil das haut halt richtig Damage raus, ne? Da muss der Heiler gut sein. Ah doch, ich glaube, die haben es aktiviert, oder? Ja. Ich glaube, für das große Pack hätte ich mir vielleicht Inka aufheben sollen, ne? Aber ich habe halt Inka schon für den ersten Pull gezogen. So, jetzt pull ich die nochmal her. Rock ich da mal Inka raus. Jetzt muss ich auch ein bisschen gucken mit Platzen. Ne? Wenn da ein paar hochgehen, haut das halt schon ein bisschen Damage rein. Das dürfte jetzt auch dann gleich wieder ganz gut reinzünden. Jetzt sollten wir es eigentlich auslaufen lassen. Ja, okay, ist ausgelaufen. Haben wir jetzt schon mal den ersten Pride. Mal schauen. Also die Putt brauchen wir nicht, ja. Die beiden brauchen wir, glaube ich, noch. Ich laufe jetzt nämlich eine bisschen andere Route, als ich sonst gemacht habe, weil das letzte Mal ist es leider, ich weiß auch nicht warum, ne, von den Prozenten nicht aufgegangen. Und das hat mich arg geärgert, weil das den Key depletet hat. Das war sehr, sehr schade, tatsächlich. Das war ärgerlich.
So, die brauchen wir noch. Die ziehen wir jetzt noch rüber. Ich hätte jetzt ganz gerne eigentlich ein bisschen hintergezogen gehabt. Weil den Dings brauchen wir nicht mehr, ne? Den, das kann ich runternehmen. Den dicken, den sollte man am besten noch nicht pullen, weil sonst geht's wieder mit den Prozenten überhaupt nicht aus. Muss ein bisschen defensiver, glaube ich, spielen. Die hauen halt schon ziemlich rein. Ne? Gut, die gehen jetzt über die großen Packs vor allem. Okay, jetzt können wir zurücklaufen. Ich bin außer Reichweite. Jetzt müsste es eigentlich genau passen. So, jetzt muss ich mal hier noch ein bisschen aufputzen. So halb passt's. Bin nur noch ein bisschen nass. Ach. Also das ist mir eine Lehre, ich drücke nicht mehr auf den Ready-Check, ne? Wenn ich noch ein Glas einzuschenken habe. Ich dachte mir, gut, ich habe gefuttert und Buff-Food drin, ne? Drückst du mal Ready-Check, schenkst dir ein Glas ein, dann ging es halt sofort los. Da war ich noch nicht ganz gefasst tatsächlich. Also die müssen eigentlich schnell sterben, die beiden. Aber ich kann sie nochmal desorientieren gleich und knockbacken. Also das ist eigentlich kein Stress. Eigentlich kannst du casten lassen. Ich allein habe 2 Mars-Interrupts für die. Ich mach's jetzt hier mal ein bisschen ruhig mit den Trash-Viechern und pull da nichts zusammen. Na, schon mal, der eine hat sogar einen Cage draufgehauen. Eigentlich wollte ich mein Trinket noch aktivieren. Das ist so dumm. Warum bricht das ständig ab? Ach so, wegen dem Dot bricht das ab. Ist das dumm? Also wenn ich einen Dot drauf habe, dann kann ich es nicht aktivieren. Mal, ich habe jetzt mal hier mit Wall rein. Die haben mir so ein Damage raus. Ich inker mal hier. Den interrupten wir mal. Ohne Scheiß. Gut, die Dot hast du halt auch nochmal einen Haufen Dots und so drauf. Hütet euch. Kann ich nochmal? Ne, ich habe noch keinen Interrupt ready. Aber solange ich Inka drauf habe, bin ich eigentlich halbwegs safe. Ne? Für die nächsten Gruppen wird es total kacke, weil ich Inka und Wall raus habe. Also die nächsten Gruppen, keine Ahnung, die muss ich wahrscheinlich kiten. Oder I don't know. Die Geister. Jetzt versuche ich mal mein Trinket zu usen. Okay, ein Trinket haben wir drauf. Warte mal. Ist der Heiler gehopst? Oh nein, der Heiler ist gestorben. Ich habe es zu spät gesehen. Aber wir haben ja so ein Dings, das wir aktivieren können. Na gut, okay, der Heiler ist da. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Der Heiler ist anscheinend gerippt, ne? Ich habe das nicht gesehen. Dachte mir, ich aktiviere mein Trinket. Aber gut, das waren jetzt hier, ne? Nur die Mobs, die eh casten und ein Typ. Der haut mir jetzt nicht so viel Schaden raus. Jetzt muss ich mal schauen. Eine Wall habe ich wieder ready, ich habe mein Trinket ready. Und die Heilung use ich jetzt hier nicht, die brauche ich in der nächsten Gruppe. Also in der nächsten Gruppe, das wird jetzt hart. Das wird sehr hart, da zu überleben. Gehe ich mit voller Wut rein. Ich pull die mal hinter. Okay, da ist nicht... Ich muss gleich mal wallen. Hütet euch. Okay, perfekt. Ich habe gewollt, er hat mir den Schutzengel gegeben, dann haben sie es gestunt. Es ist jetzt natürlich super optimal, aber ich glaube, der Schutzengel, der wird dann wieder ready, wenn er nicht geprockt ist, ne? Also, meine Wall war halt jetzt ein Ticken wasted. So, warte mal, jetzt tun sie Dings, Klingensturm. Jetzt muss ich dann eventuell ein bisschen laufen. Bleib jetzt mal noch dran, noch geht's. Mein Trinket habe ich auch noch ready und eine Heilung haben wir noch. Okay, wir hatten eine Heilung, aber ich habe jetzt noch mein Trinket. Warte mal, ich kann sie nochmal knocken. Interrupten. Eventuell kann ich mein Trinket auch saven. Kann nochmal Heilung drücken. Okay, Trinket wird nicht gesaved, wir müssen es ziehen. Jetzt bin ich aber erstmal safe mit dem Trinket. Desorientieren wir mal nochmal. Uff, ich sag's euch, das war... Alles runtergezogen. Jetzt hätte ich wieder Inka für den Boss.
Und HT ist eigentlich relativ perfekt fertig, ne? Ich habe am Anfang ja HT reingezogen. Weil du hier relativ viel Trash am Anfang machst, bis der Boss kommt, ne? Wir haben leider so kein HT, aber ich habe zumindest Drums dabei. Ich kann die als Lederer selber bauen. Ich wollte die auch mal ein bisschen verkaufen, aber kannst du knicken. Da ist zu viel Konkurrenz im Markt tatsächlich. Zu viel Konkurrenz. Schauen wir gleich mal, ob wir ordentlich Boss-Damage haben, ne? Trash-Damage sah jetzt ganz gut aus. Aber der Boss dürfte ja jetzt eh nicht so krass unterwegs sein. Alle drin? Wo sind meine Drums? Okay, jemand anderer hat... Ah, okay, da hat jemand anderer Drums gezogen. Gut, passt. Also die Bosse müssten eigentlich... Okay, Eulen-DPS ist halt echt krass, ne? Wenn du da am Anfang den Burst hast, das ist schon krass. Er startet halt mit 20k DPS, die Eule. Na komm raus da. Er ist natürlich jetzt ein bisschen kacke zugewollt für die Melees. Er castet halt. Ja, jetzt moved er. Das ist halt schön, du kriegst die Bosse halt ziemlich schnell weggenutzt, ne? Die Bosse ziemlich schnell weggenutzt hier. So, und jetzt war es, glaube ich, so, dass wir einfach zum nächsten Boss durchlaufen und dann dort wieder einen Pride kriegen müssten. Mal gucken, ob das klappt. So, also für den ersten hat es schon mal perfekt geklappt mit der Taktik, ne? Mal gucken. Mal gucken. Jetzt habe ich blöderweise nicht geguckt, ob ich den vielleicht noch brauche erst, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach rein und es müsste aufgehen. Ich glaube, das müsste aufgehen. Schauen wir mal. Das ist halt immer so ein bisschen, ne? Als Tank musst du, also musst du halt mehr noch als die anderen so die Route raushaben, ne? Ja, wenn du hier im Boss-Buff stehen bleibst, dann bist du ziemlich schnell hops. Oh fuck, da war da ein Volcanic unter uns. Ich glaube, wir haben alle einen Volcanic gefressen, ne? Hab ich jetzt aber auch nicht gesehen. Gut, wenn... Ja, wir sind gerade hochgeflogen, ne? Das war jetzt nichts. Da waren wir alle drin gekuschelt und ich habe es jetzt auch nicht gesehen gehabt, dass da... Aber klar, natürlich, wenn wir alle zusammenstehen, natürlich spawnt dann das Volcanic unter uns. Jetzt müssen wir von hier drauf gucken. Wobei, was machst du? Viel kannst du da eh nicht wegmoven, ne? Viel kriegst du es eh nicht weggemoved. Ich muss näher ran. Hütet euch. Muss mal die wegkicken. Hütet euch. Mit Trash-Buff musst du dann schon nochmal ein bisschen mehr auf. Allein zwei Mobs, ne, was die mir reinzocken, ist echt übel. Okay, da lernst du die Mobs dann nochmal ganz anders kennen. So, jetzt müssen wir überlegen, ziehe ich Inka in die Gruppe... Ja, doch, komm, ich ziehe Inka in die nächste Gruppe rein. Also es müsste so aufgehen, ne? Den Großen haben wir jetzt stehen lassen. Ist das eher das erste Mal, dass ich so rumlaufe, tatsächlich. Dann ziehen wir mal hier in die Inka rein. Das ist die Frage. Kann ich stehen bleiben an denen? Mit Inka müsste es eigentlich gehen. So viel Schaden machen die nicht. Dann ziehe ich den einen gleich nochmal hier in das Ding rein. Ich muss sagen, mit jedem Run, den ich mache in einer Instanz, lerne ich immer mal wieder so kleine Sachen, wo mir dann Leute sagen, hey, mach das doch so, mach das doch so. Das ist immer ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Route halt so passt, wie ich mir das vorstelle. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Ich bin außer Reichweite.
Den ziehe ich jetzt mal hier so ein bisschen ran. Wie viele Dungeons mir noch fehlen? Mir fehlt theoretisch nur noch eine, nur noch die andere Seite. Also wenn das in Time wird, dann habe ich mein Achievement. Also mal gucken, ich bin guter Dinge. Am Anfang war es jetzt ein bisschen kacke. Ich bin zweimal bei so einer Trash-Mob-Gruppe gestorben, ne? Die hat uns zwar dann nicht gewiped, aber die war ein bisschen krass. Da habe ich alle CDs bei der ersten gezogen, weil ich da mein Glas verschüttet hatte und dann eh ein bisschen im Trouble war. Und dann war bei der zweiten Gruppe nicht mehr so viel ready und die haben mich dann... Okay, ich hänge hier einfach an dem Ding fest. Jetzt ziehen wir sie nochmal... Na komm, ziehen wir es lieber nochmal raus, man weiß ja nie... Jawohl, das geht down. Ich kann schon mal die nächsten Mobs ziehen. Immer diese Ausreden. Ich habe wirklich mein Glas umgeschmissen, ich sag's euch. Ich bin außer Reichweite. Muss eigentlich den anderen auch noch pullen, aber hier die Explo-Viecher. Okay, jetzt passt. Den anderen holen wir auch noch ran. Das ist zu weit entfernt. Okay, ich habe alle drei. Ich muss näher ran. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viel Schleimschaden da ist. Dass das vielleicht eher keine gute Idee war, alle drei zu pullen. Aber eigentlich müsste das schon easy passen. So, orientieren wir die nochmal. Leben ja ganz schön lang, die Viecher. Okay, vielleicht war es doch keine gute Idee. Jetzt musste ich mal wallen hier. Wie sieht es mit dem Heiler-Mana aus? Passt aber noch, ne? Die Kicks setzen eigentlich ganz gut. Also hier wird ziemlich viel gekickt, ne, wenn ich das so sehe. Tun wir mal... Ah, naja gut, die heilen sich halt auch hoch, ne? Vielleicht ist es dann doch nicht so clever, mehrere zusammen zu pullen. Normalerweise gehen die halt immer relativ schnell down, aber da ist halt dann auch nicht Trash-Buff. Da hast du natürlich dann... Oh ja. Ich bin außer Reichweite. Vielleicht hätte ich mein Ding lieber aufheben sollen, mein Roar gleich für oben. Letzte Woche geholt. Ja, ich mache das chillig. Ich mache jede Woche maximal 4 Dungeons. Mehr mache ich nicht. Und die Season geht lang genug, habe ich mir gedacht. Da fange ich nicht an, dann zu spammen, wisst ihr. Selbst wenn ich es jetzt die Woche auch wieder nicht kriege, ne, wenn ich jetzt 4 Other Side rein depleten sollte, wäre auch nicht so wild. Dann mache ich es halt nächste Woche, wisst ihr. Also. Dann mache ich es halt nächste Woche. Achso, wir haben ja hier noch den Pride. Ach, den haben wir jetzt hier, ne? Das ist natürlich blöd. Stimmt, du musst ja dann noch da oben durch. Wenn es dann einer verkackt, und ich hoffe, ich werde nicht der eine sein, dann musst du halt komplett warten und wastest deinen Pride-Buff, ne? Aber gut. Den der Haar erwischt? Ne. Aber bis jetzt halt der Priester soweit ganz okay. Also kannst du jetzt nichts sagen. Autokorrektur, ja, ich kenne das Problem. Ist mit dem Handy unterwegs, oder? Warum Autokorrektur? Muss man halt gucken, dass man da... Ich kann ja sogar nochmal hier runnen. Jetzt haben wir halt noch 2 Minuten. Aber ich hatte seinen Motor doch noch gar nicht lang genug, um ein Meisterstück zu erstellen. Moment, du hast... Den Boss habe ich bis heute immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt, ne? Muss aus dem Bodeneffekt rausgehen und einer muss sich in den Strahl reinstellen. Die Bombe musst du halt anklicken, ne? Aber so alles dazwischen. Hier, da muss einer rein, okay. Ah, hier müssen wir rausgehen aus dem Bodeneffekt. Da war ich letztens mal vielleicht 1-2 Mal drin gestanden. Nicht so gut. Ah, warte, da war mal... Ja. Jetzt dachte ich mir, stelle ich mich mal da so nebenhin. Eher nicht gut. Ich glaube, ich stelle mich mal da rein. Nicht, dass er noch so einen Damage-Buff kriegt.
Jetzt müssen wir da raus. Ich bin immer so am Überlegen, ne? Hau ich mein Trinket offensiv rein? Also ich kann ja... Oder ich zieh's jetzt einfach mal defensiv. Alter, warum krieg ich denn hier so ein Damage? Ich hatte so einen richtig fiesen Debuff drauf. Hier mal eine Wall und Ding rausgehauen. Eigentlich dürfte jetzt... Irgendwas spiele ich doch falsch, oder? Hütet euch, hütet euch. Ich werde euch einleuchten mit. Oh, da hat ein Hit der Ding abgekriegt. Das war nix. Ich könnte jetzt hier rein inkern oder wir heben es auf. Dass sie Nagro gesetzt hat, ne? Jetzt sind. Also wie gesagt, bei dem Boss... Ich glaube, du musst immer aktiv Mitigation ziehen, dass du den Debuff runterkriegst. Ah, über ein Tablet bist du unterwegs. Okay. Können wir nochmal einen Raw ziehen? So, jetzt haben wir noch den meisten Trash halt, ne? In der großen Seite. Aber da können wir es uns jetzt schön aufteilen. Wir müssen jetzt da knappe 40% noch spielen, ne? Knappe 40% brauchen wir da noch. Da habe ich jetzt leider nicht mehr genau geguckt, wie die Puls waren. Aber das wird schon passen. Da haben wir nochmal so eine nasty Gruppe. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die hier. Und dann den großen. Theoretisch kannst du den großen auch in den Ding reinziehen, ne? Ich brauche ein Ziel. Da hinten ist ja kein Trash mehr. Also wenn der jetzt addet, dann weiß ich auch nicht. Hütet euch. Alles voll gewoldet. Okay, jetzt ziehen wir mein Trinket noch. Die hauen so einen Schaden raus, ne? Ich musste mein Trinket... Ich musste mein Trinket jetzt raushauen, während ich Inka laufen habe. Die macht so einen Damage. Also ich möchte jetzt mal ganz gern sehen, wie viel Heilung ich jetzt gerade gedrückt habe. Schau mal, ich habe mehr Heilung als der Heiler eben gedrückt. Ich wusste gerade... Ich habe so viel Schild und alles Zeug draufgehauen eben. Ich zieh den mal da hoch. Da können wir, haben wir ein bisschen mehr Platz. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Da kannst du ein bisschen besser ausweichen. Der blastet halt übelst rein im Trash-Buff, ne? Der Kollege. Mal gucken, ob wer rippt oder ob der Heiler das Gehalt kriegt. Das sieht gut aus im Moment, ne? Nehmen wir mal nochmal meine Eigenheilung. Okay, und jetzt kannst du es eigentlich easy runterspielen. Ich glaube, ich sollte bloß keine großen Puls machen da drin. Also normalerweise würde ich da drin jetzt Giga-Mega-Puls machen, aber mit dem Platzen, ne, ist das, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, mit dem Platzen sollte ich kleine Brötchen backen. Kleine Brötchen sollte ich backen. So, jetzt ist die Frage, wo kommt der Ding runter? Okay, da waren gerade alle.
könnte ich vielleicht nochmal... Oh boy, da werde ich erwischt. Oh! Okay, also ich habe einen Hit abgekriegt, aber habe es überlebt. Einen hat es erwischt. Einen hat es zernudelt. Warte mal, ich kann mein Trinket nochmal ziehen. Ohne Scheiß, ich sag's euch. Das Trinket wäre prinzipiell halbwegs sinnig, ne? Aber nicht bei so einem Kollegen wie mir, der es halt nicht hinkriegt. Komm, jetzt pull ich mal nur eine Gruppe hier. Die hauen wir derweil um, bis die Leute da sind. Heiler ist noch am Moven. Okay, und ein DD ist am Ranlaufen. Dann können wir die anderen auch noch ranpullen. Die können ja nix. Ich könnte mir mal die Divas runternehmen. Ja, der Druid ist dann auch gleich wieder da. Schon wieder ganzen Divas drauf. Ich bin der Einzige, der cursen kann, ne? Müsste eigentlich die ganze Gruppe runternehmen. Sind wir wieder vollständig. Also zu viele Mobs dürfen wir halt nicht pullen, wegen zu vielen Debuffs, aber das müsste eigentlich noch halbwegs gehen. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen zurück, dass wir nicht noch mehr adden. Okay, das spawnt halt richtig viel Stuff. Wundert, dass die Eule mit hier Starfall und allem noch nicht rechts und links alles geaddet hat. Also das wird jetzt gleich einige Debuffs geben. Sollten wir eigentlich kurz aufhören. Okay, die ziehen durch, oder? Okay, wir haben kurz resettet. Das war jetzt gut. Okay, jetzt haben wir 4. Nice. Das hat gut geklappt. Ich glaube, die brauchen wir auch noch. Bringen die genug? Nee, die bringen nicht genug. Warte mal, die können wir noch mitnehmen. Dann proggt auf jeden Fall gleich der Pride. Oh fuck, da muss ich raus. Jetzt ist hier ein bisschen... Fast ein bisschen zu viel, ne? Was wir jetzt haben. Jetzt, ich zieh die mal nochmal einen Ticken weg hier. Holen wir den Pride, dann können wir nachher... Eigentlich könnte ich halt hier so richtig viel wegballern. Aber wir haben ein bisschen Schiss, ne? Dass uns der Debuff dann killt. Weil die Mobs können hier halt fast alle nix. Kann der Priester das mittlerweile... Stimmt, stimmt, da war ja was, ne? Die können es ja dispeln. Ja gut, stimmt, hast du recht. Das hab ich schon wieder gar nicht auf dem Schirm, ne? In BFA konntest du es ja nicht dispeln. Aber stimmt, das geht ja mittlerweile, ne? Richtig... Warte mal, stehe ich? Ah, ne, ich stand. Ich hätte rauslaufen müssen. Ich dachte, das geht vielleicht vorbei an mir. Jetzt kann ich eigentlich, aber ich habe noch keine Inka ready. Jetzt wäre halt eine Inka gut, ne? Vier Sekunden kann ich halt erst Inkern. Jetzt zieh ich mal eine Wall. Jetzt könnte ich Inkern, aber jetzt lohnt sich's fast nicht mehr. Ich weiß es halt, ich weiß null, ob das mit den Prozenten ausgeht, ne? I don't know. Ob man zu viel... Oh fuck, wir haben den Stack. Ich habe den Stack nicht auslaufen lassen. Ich hätte warten sollen.
Wenn das blöd läuft, wird's jetzt ätzend, aber ich habe Inka laufen. Also solange Inka läuft, dürfte eigentlich nichts passieren. Dürfte, ne? Wie lang hat denn der Priester auf Master Spell abklingt? Was kriege ich denn? Ich kriege jetzt 200% mehr Damage durch den Shit. Aber seht ihr, solange ich Inka laufen habe, ist easy, ne? Auch wenn ich Hardcore auf den Sack kriegen müsste. Okay, jetzt ist Inka ausgelaufen. Jetzt haben wir eine Wall und Dings laufen. Ich kick die mal weg hier. Der Storch muss jetzt halt sterben. Also es ist nur noch einer, ne? Was kriege ich denn jetzt? 240% mehr. 6%, keine Ahnung, wo so viel noch zusammenkriegen. Da unten, der Storch bringt 1, irgendwas. Dann ist noch eine Putt und 2. Das könnte vielleicht sein, dass das nicht ganz reicht, oder? Das sind jetzt 5%. I don't know, ob das reicht, um ehrlich zu sein. Ne, ich glaube nicht, dass das reicht, ne? Scheiße, wir haben zu wenig Prozent. Wir müssen oben noch ein paar kleine töten. Hätte ein, zwei Störche mehr gebraucht. Weil die bringen alle 0, irgendwas. Das sind jetzt 5 Mobs, ne? Die müssten alle über... Oder 6 Mobs, die müssten alle über 1% bringen. Muss ich da oben mal noch ein paar kleine mitnehmen? Okay, wir brauchen mehr Prozent. Ah, fuck it. Das hat nicht ganz gereicht. Nur 1,3% brauchen wir mehr. Der ist zu viel, aber hier hinten sind, glaube ich, noch so kleine Viecher drin. Fuck it. Die hat mich fast gekillt. Okay, das sind ein bisschen viele. Lass die mal runterziehen. Ah, okay, ich wollte die eigentlich runterziehen. Jetzt haben die da voll reiner Aid. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen zu viele von denen gepullt. Okay, ich habe die Akku, jetzt ziehen wir die runter. Das war jetzt nicht optimal, ich sag's euch. Das war nicht optimal. Na, die sterben beim Runterlaufen, schätze ich mal, oder? Also ich hätte... Hier... Lass mir doch den einen Mob hier. Will hier den Pride spawnen, hier unten. Ich wusste jetzt halt nicht genau, wie viel die da unten, ne? Aber jetzt, der Pride steht gut. Das waren jetzt ein paar Sekunden, die wir deswegen mehr hatten. Das ist okay, schätze ich mal. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir bei dem Boss oder beim Endboss HT ziehen? Eigentlich bei dem. 45 Sekunden. Was hat das an Zeit gekostet, meinst du? Glaube ich jetzt nicht, dass es so viel waren. Komm, jetzt schenke ich mir nochmal was ein. Es müsste doch relativ safe gerade sein. Muss ein bisschen das nachschenken. Nicht, dass wir wieder einen Cola-Unfall haben. Beim Endboss, ja, ich glaube auch, dass ich beim Endboss nicht unbedingt einen Hero brauche. Okay, wo ist der Heiler? Okay, sind alle da? Das wird euch teuer zu stehen kommen. Habt ihr euch schon mal gewünscht, fliegen zu können? Fort mit euch. Alter, wenn die Eule anfängt mit 25k DPS, ne? Da muss ich fast ein bisschen mit der Aggro gucken, um ehrlich zu sein. Also, wenn der halt so drauf natzt... Wenn drei Dinger genau nebeneinander stehen, ist manchmal, ne, bisschen gefährlich, dass dann zwei das gleiche nehmen wollen, dass du dann Probleme kriegst. Dass du dann Probleme kriegst. Also wir haben jetzt noch 8 Minuten. Eigentlich sollte das jetzt nicht der Stress sein. Ach, die haben instant da drauf geklickt, ne? Die Mittler haben was vor.
Also fürs Protokoll, ich habe jetzt in den Gruppenchannel geschrieben, dass ich front right gehe, also vorne rechts. Weil am besten teilst du dich halt hier auf, ne? Mal gucken. Also im Moment sieht's gut aus, vielleicht wird das... Ah, das ist sogar ein 16er Key, sehe ich gerade. Gleich mal leaven, ne? Ich wollte ja eigentlich ein 15er fürs In-Teil mit Achievement, kein 16er, aber okay. War das gesehen, dass das ein 16er ist? Kein 15er. Aber ist auch egal, ne? Zählt ja auch mit rein. So. Jetzt muss ich bloß wegen der Combo ein bisschen aufpassen. Inka habe ich keine, Wall habe ich. Vibe in 3. Ja, warte mal ab hier. Welche Chance habt ihr gegen mich? Muisala hat Helia an die Seite vom Kerker. Okay, auf geht's. Das ist das Ende über die Finsternis, seid ihr erst? Hütet euch. Also hier habe ich die Kombi. Ah, okay, also jetzt muss ich erstmal rüber. Dann müssen wir eventuell weg. Jetzt macht er seinen Melee-Hit, ne? Der Boss haut richtig raus, ne? Der haut teilweise richtig raus. Letztens hab ich's irgendwie verpeilt, in das Portal zu gehen. Das war richtig kacke. Okay. Fuck, da ist einer gestorben. Hütet euch. Beeilt euch. Der Preis spielt jetzt keine Rolle. Okay. Ich hoffe, der Heiler kommt zu mir mit. Komm, ich zieh jetzt hier, Inka. Scheiß drauf. Hauptsache, wir kriegen das down gehittet. Also mich muss er nicht heilen. Ich kann auch in einem stehen bleiben. Wenn ich, solange ich Inka laufen habe, kriege ich eh ein Schild. Ich bleib jetzt einfach stehen und baller durch. Gut, in den Voids muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt drin stehen. Also wir müssen das Teil auch klicken, das wurde mir das letzte Mal gesagt, weil ich glaube, ich habe das nicht. Ihr könnt mich nicht ewig festhalten. Euer Volk ist euch egal. Ihr wollt bloß mal. Im Tod entkommt keiner. Der Priester schreibt mir immer, dass ich meinen Trinket-Buff aufrechterhalten soll, ne? Könnte sein, dass ich den vielleicht zwischendrin immer wieder fallen lasse. Aber ich glaube, das war jetzt ganz gut. Haben es alle geschafft? Sieht gut aus. Ich glaube, auf 10% musst du ihn eh nur runterhauen und dann hat sich das. Müssen wir vielleicht noch einmal eine Kombi überleben? Dann passt das. Okay, müssen rüber. Mann, ich habe am Anfang das mit der Kombi nicht gecheckt, ne? Wo ich sehe, was er macht. Aber dass du einfach auf seine Hände achten musst. Dass dann immer die drei Sachen, jetzt müssen wir nochmal weg, weil er seinen Melee-Hit macht. Ich war da in allem drin gestanden. Da kriegst du selbst als Tank richtig auf den Natz, ne? Wenn du da drin stehst, tatsächlich. Also der haut ordentlich raus. Und für Melees ist das auch kein Zuckerschlecken. Jetzt ziehen wir mein Schild noch. Kein Zuckerschlecken. So, da ist mein Achievement und mein Mount. Wunderbar. Jetzt habe ich da natürlich in der Aufnahme, wo ich am Anfang was verschütte und übelst am Abkacken bin, in dem Key habe ich jetzt mein Mount. Na, wunderbar. Jo, danke dir. Danke allen. Oh, warte mal. Der Würfel ist, glaube ich, ein gutes Trinket, ne? Das ist ein gutes Trinket. Nächste Woche könntest du es upgraden. Jetzt habe ich es halt die Woche gekriegt. Ah, schade. Nächste Woche kommt 9.0.5. Haben wir es noch vor dem Patch geschafft. Schöne Sache. Ja, das ist gut. Jetzt bin ich überlegen, ob ich überhaupt noch ein paar weitere Keys laufe. Ne? Jetzt habe ich ja gleich im ersten Key das Weekly-Ziel.